Hallo und recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Und zwar haben wir heute den BMW X6 mit dem, ja, doch passenden Trailer. Also einen ganz normalen, kleinen, ja, oldschool-mäßigen, ja, Anhänger zum Campen, ne? Und deswegen bin ich auch hier schön oben im Norden. Aber wir wollen uns einfach mal diesen kleinen, niedlichen Mod angucken. Es sind zwei separate. Einmal dieser Bambi. Nennt er sich Bambi? Naja, jedenfalls dieser schöne, doch authentisch alt wirkende Anhänger mit dem brachial, ja, starken BMW. Und ja, hat die ja schon mal irgendwann mal vorgestellt, aber schon lange, lange her. Und jetzt gehen wir einfach mal schauen, wo ich diesen BMW finde. Unten natürlich den Link wieder zum Wagen. Und wir gehen auf Iveco, ja. Weil BMW-LKWs haben wir nicht, also suchen wir uns mal Iveco aus, weil hier ist er drin. Und da haben wir ihn. Und dann gehen wir einfach mal hier schauen. Und ja, da werdet ihr eins sehen, es ist alles vorgegeben. 381 PS wird dieses Geschoss haben. Und ja, viel gibt es da nicht. Es gibt natürlich immer noch irgendwo einen BMW X6, der quasi noch ein bisschen getunt werden kann. Aber wenn alles stimmt, bin ich auch mit weniger zufrieden oder halt alles vordefiniert. Ich kann natürlich ein paar Farben auswählen, aber ist jetzt nicht so viel. Und bei den Reifen würde ich die Finger wegnehmen. Nicht, dass das Spiel dann abstürzt, weil man halt hier einen größeren Reifen wählt. Hier ist auch nichts weiter. Die Felgen und alles, es sieht doch schön aus. Ja, das ist doch alles top. Auch hier im Inneren kann ich nichts machen. So, ja, also man kann halt, wie gesagt, nicht viel machen an diesem Fahrzeug, aber wenn man diesen Trailer drin hat, dann ist es besser, wenn man dann einfach mal so einen Tag, ja, schläft, ja, dass das alles aktualisiert wird und dann einfach Ladung auf, ja, das wenigste Gewicht machen. Und dann seht ihr schon, hier hat man denn 0, ja, Tonnen. Ja, weil die Großmutter sitzt hinten nicht drin, deswegen 0 Tonnen, dann haben wir hier unsere kleinen Anhänger. So, dann fahren wir einfach mal eine Runde. Von euch möchte ich aber trotzdem wissen, wollen wir denn einfach mal hier schön oben im Norden eine kleine Tour machen? Motorfehlfunktion. Hört sich ein bisschen komisch an, ne, der Wagen. Er brubbelt schon ordentlich. Eieiei, dann brüllt er aber. Und jetzt schauen wir mal. Blinker funktionieren. So hier im Hellen. Das Licht. Naja, das ist technischer Dienst vor der Abfahrt. Ja, hier. Das sieht ganz cool aus. Der Anhänger hat auch Licht. Dann gucken wir mal, der Blinker geht auch. Ja, schön. Da dreht er ja ordentlich durch. Da würde ich gerne mal so eine kleine Tour machen. Vielleicht diese Woche noch. Vielleicht jetzt Livestream. Und jetzt wird bestimmt der eine oder andere schreiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach doch einfach mal einen Speedtest mit Anhänger. Auf so eine, auf solche Kommentare bin ich ja gespannt. Eieieiei. Aber so wie sich das anfühlt, kommt da nicht viel an Geschwindigkeit. Ja, 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 ja. Oh, shit, umgefahren. Ja, das soll es gewesen sein. Kurze Mod-Vorstellung. Wieder. Man sollte immer nach vorne gucken. Ach. Aber Maximus, der kriegt es wieder nicht hin. Ja, wie gesagt, ja, kurze Mod-Vorstellung von diesem BMW. Den haben wir natürlich schon mal irgendwann mal gesehen. Aber funktioniert auch in der Version 1.26 Beta vom Euro Truck Simulator. Und das ist, glaube ich, die Version 1.2, so wie ich das rausgelesen habe. Naja, ihr seht es ja unten in der Videobeschreibung. Ich mache erstmal einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.